Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind jetzt hier an unserem Crystal Slurry Werk rangegangen, beziehungsweise an unserem eigentlich Katalysatorenwerk, und hier ist ein Crystal Slurry drin und trotzdem produzieren die hier irgendwie nicht. Der Ausgang ist voll, also wird hier irgendwas anderes nicht. Also die grünen Dinger werden nicht mehr produziert. Naja, dann ist ja okay. So. Und zack, dann machen wir die mal da rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein paar von diesen Dingern wieder zurückkriegen. Denn wir müssen ja. Machen wir bloß 25. Machen wir bloß 25. 22. Okay. So. Habe ich wieder alles aufgenommen und dann machen wir die grünen polished. Ne? Und die reinlegen und die reinlegen und dann hoffen wir, dass wir hier auch 25 nochmal durchkriegen. Und dann hätten wir 25 polished Splinter und 25 davon polished. Und dann müssten wir das eigentlich hinkriegen, was wir vorhaben. Zumindest können wir dann eine Rüstungsklasse aufsteigen. Mal her. So. Hier, du hast Splinter gemacht. So. Gut. Alles klar. Dann auf nach oben. Auf zum Atem. Und dann gucken wir mal weiter, was wir jetzt noch brauchen. Die reichen aus. Naja, gut. Ich meine, da kann man natürlich auch ein Werk draus bauen. Da muss man bloß gucken, wo man dann alles entsorgt und so, ne? Also, was man dann nicht mehr braucht. So, irgendwo habe ich doch hier dieses, so ein kleines Kabinett hingestellt, wo ich das hier weiter. Guck mal, das kann ich das abreißen. Ach, ich kann so viele Sachen abreißen nachher hier. So, da habe ich mich, genau, da habe ich mich hingeparkt. Da wollte ich die Dinger bauen. So. Okay, so, wenn ich die Dinger hier bauen wollte, dann muss ich jetzt das da reinpfeffern und das da reinpfeffern. So, nee, das muss ich hier nicht reinpfeffern. Ich muss jetzt irgendwie die Chips machen. Ah, alles klar, okay. Also ich muss das mal rüberholen, jetzt muss ich die anderen Sachen da drüben. Und das hier. Nicht hier noch was Rosanes rum. Ah, das passt da gar nicht rein. Da passt das rein. Sehr schön. Ab und zu wird auch eins da oben hochgetragen. Ist es. Ist durchaus sehr attraktiv. Manche Sachen klappen manchmal nicht so, aber da, doch hier, das ist schon. Das sieht schon alles ganz geckig aus. Das funktioniert schon gar nicht so schlecht. So, die Forschung ist auch schon wieder durch. Sehr gut. So, hier, das arbeitet auch alles noch ein bisschen. Sehr gut. So, jetzt wollte ich hier hin. Das wollte ich jetzt holen. Und dann müssen wir jetzt damit diese Chips bauen, die wir brauchen. So, zack, zack. Ja gut, macht zwar noch neue, von mir aus. So, ich wollte jetzt damit bauen, nee. Die Dinger. Und die Dinger. Jeweils 25 Stück. Dazu muss ich dann aber an das große Fass ran. Denn ich brauche da nämlich Widerstände und ganzes Tor und zu. Das war kein Problem, da haben wir ja noch ein paar auf Lager. Also wir haben ja alles da, ne? Und auch in rohen Mengen, so ist es ja nicht. Aber manchmal. Oh, das war wieder, ne? Nicht geguckt und trotzdem drüber gelaufen. Und dabei dann noch ganz viel Glück gehabt. So, wir brauchen ein paar Widerstände. Na, kann ich gerade nicht mitnehmen. Warte mal, wo mache ich das Kristallzeug denn rein? Das Kristallzeug. Ich mache das in die Biotonne mit rein, oder? Ich glaube, da fällt es mir am ehesten auf, dass es hier drinnen liegt. Die werden wir einfach wegbringen lassen. Das werden wir hier mit reinlegen. Machen wir hier unten mal so eine. Naja, vielleicht kann man auch auf die Art und Weise dieses ganze Crystal Dust und sowas alles noch interessanter herstellen. Ne? Das weiß ich ja auch nicht. So, jetzt brauche ich aber. Ich brauche ein paar Widerstände. Und ich brauche ein paar Transistoren. Und ich brauche Solder. Haben wir irgendwo abgewickelten Solder drin in irgendeiner Kiste, zufällig? Mir alles Mögliche, nur kein abgewickelten Solder sehe ich gerade. Ist ja auch kein Problem. Da kenne ich eine Stelle, da kriege ich sowas. Hier zum Beispiel. Da kriegen wir abgewickelten Solder. Achso, ich kriege gar keinen abgewickelten Solder, weil mein Inventar voll ist. So, schmeiß mir das mal da. Ups, schmeiß mir das erstmal wieder da rein. Glas brauche ich jetzt nicht. So, wir wollen jetzt hier oben schnell mal. In zwei kleinen Fabriken.
So, so. Dann möchte ich ganz gerne jetzt den blauen herstellen und den gelben herstellen. So. Da brauche ich jetzt hier 100 Stück von. Und hier 100 Stück von. Dann brauchen wir davon ein paar, davon ein paar. Solder. Solder und diese Chips-Dinger. Und dann brauchen wir hier Solder. Chips, die, das. Das sieht ganz gut aus. Würde klappen. So, weg. Das könnte klappen, dass wir da 25 Stück von kriegen. Uiuiui, wir kommen uns am Ziel näher. So, jetzt habe ich dieses komische rote Ding trotzdem in der Tasche. Ich wollte es doch in irgendeine Kiste legen, oder sind die Kisten da voll? Manchmal ist es aber auch, manchmal steckt der Teufel aber auch im Detail, ne? Kannst du sagen, wo du willst. Manchmal ist halt wie verhext. Warum habe ich da eigentlich immer 292 von? Fordere ich so viel an oder habe ich da irgendwie eine krumme Zahl eingegeben? 200 Minimum. Hm. Weiß es einfach nicht. So, okay, hier haben wir 25 Stück von und hier haben wir auch 25 Stück von. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein paar davon und ein paar davon. Und hier brauchen wir jetzt ein paar davon und ein paar davon. Und dann sollte das hier eigentlich losgehen. Vielleicht muss ich noch ein paar Cases holen. Warum habe ich solche roten... einen roten Blanko-Chips in der Tasche? Brauchen wir nicht. So, die Dinger brauche ich nicht. So. Wir holen mal hier oben noch ein paar Cases her. Einfach nur, was können. Leg die mal da rein. Gut, also hier wird produziert. Drei Stück haben wir schon. Ich glaube, der produziert auch nicht weiter. So. Da brauche ich jetzt 25 Stück von, ne? Die will ich herstellen. Da brauche ich 25, 25. Brauche ich 250 davon. Ich habe da nur 200 von hingelegt. Na egal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Motoren haben wir, das haben wir. Und dann die Hochleistungsrüstung haben wir ja dann da unten. So. Die Chips sind schon alle? Ah ja. Jetzt verstehe ich, warum ich da 250 von brauche. Von den Dingern. Und nicht nur 200. Okay. Gut. Ja. Fair enough. Das ist okay, ist vollkommen. Ne, es ist legitim. Kann man nicht anders sagen. Es ist legitim. Wir hätten da selber drauf kommen können, wir hätten nachgucken können, wir hätten es wissen können. Dass wir genauso viele davon brauchen. Haben wir nicht gemacht, war dumm. Gebe ich zu. Nee, hätte ich auch glatt laufen können. Gut, naja dann. So, dann einmal hier hoch. So, jetzt brauchen wir hier mal ein paar. Gib mal ein paar raus da. So. Wie haben wir davon jetzt? Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Könnte ausreichen für alles. Hier wollte ich hin. Zack, mach das mal. Hab ich noch Platz im Inventar? Es geht so. So, dann fahren wir jetzt. Lass uns mal hier hinfahren. Attacke, Abfahrt. Eieiei. Der Bahnhof wird ja gerade eh nicht genutzt. Kann auch gar nichts nutzen, weil da fehlen ja die ganzen Greifhammer. Die ausladen. Oh, machst du langsam? Achso. Gegenverkehr. Das ist ja kein Problem. Wuppdiwupp. Zack. Oben einmal rum.
Wieder zurück. Sehr schön. So. 22 hat er schon fertig. Na, das ist ja immerhin was. So, jetzt brauche ich von den komischen Teilen hier ein paar. Sind da 13 Stück davon drin? Ach, weil ich von 13 Stück habe wegbringen lassen, ne? Ist. Wenn mir kein Logistikfilter ist. Hier liegt der Schrott, ne? Ja, der Schrott kommt da rein. So. Okay, wo war jetzt hier mein Blubblibub? Hier, den brauchen wir. Das braucht eine Weile. Na gut, egal, das kriegen wir hin. So, dann muss ich hier ein paar Stück von noch machen. Na, die kann ich mir von ihm an erstmal holen, noch ein paar. Dann habe ich hier welche reingelegt. Nur, dass es nicht zu wenig ist. Die brauche ich auch. So. Dann muss ich mit dem ganzen Quatsch unten zu dem Crystal Ceiling noch hinfahren wieder. So. Mach mir mal Mandarine. Wo sind die Dinger? Hier. Kleiner. Ah, ich da mal 200 vom Angebot. Dann können wir die immer sozusagen nachholen oder beziehungsweise nachbestellen, wenn wir sie brauchen. So, dann haben wir 26 wieder von. Dann haben wir 65. Naja, ein paar mehr brauchen wir. Wir brauchen 125 von jedem. Wir hätten jetzt 100 von jedem. An dem roten sehen wir ja, wie viel wir haben. Das heißt, da könnte ich ja bei 125 dann erstmal aufhören. Und dann weitermachen. Gut, okay. Das heißt, wir müssen dann jetzt nochmal. Also, ich muss jetzt dann nochmal die Chips holen. Da müssen wir nämlich auch noch ein paar von mitnehmen. So. Nehmen wir hier nochmal 200 mit. Dann nehmen wir nochmal 96 mit. Wieso nehmen wir 96? Weil Kupfer alle. Kein Problem. Kupfer haben wir da. Kannst du kriegen. So. 115 habe ich jetzt. Okay. Fahr mal dahin. So. Flug, vorsichtig. Naja, geht. Joa, Katzi, alles gut. Was ihr gerade gehört habt. Aber ab und zu meldet er sich ja mal. So, dann gehen wir jetzt hier wieder hin. Und dann lassen wir uns hier die nicht, sondern die grünen machen. Grün rein. Davon habe ich 13 Stück. Das brechen wir jetzt ab. Noch ein paar davon kriegen. Er produziert auch noch ein paar von. Dann können wir noch ein paar machen. Hier wird es mal Kupfer. So. Ich weiß nicht, wie viel von dann da reingehen, aber 135 ist sozusagen das Maximum, was wir haben denn. Und da müssen wir eigentlich gut mit hinkommen. Mann, Arim. Das ist wirklich ein Durcheinander, du, das glaubst du gar nicht. Kann ich hier mal ganz kurz, wo ist denn hier ein Werk daneben stellen, welches sich sozusagen von da ernährt, was die blauen macht. Der nimmt
von da und leg nach da. Halt nur diese Dinger da, ne? So. Down da rein. Er legt nach da. Der nimmt von da, legt nach da, so. Und so werden zumindest die fertigen schon mal hin und her gelegt. Hoffe ich zumindest. Dann sind nämlich diese ganzen Dinger schon mal unterwegs hier. Hier haben wir schon 39. Naja, ist jetzt nicht so viel. Und so richtig klappt es nicht, weil ich zu viele reingelegt habe. Oder mit? Klappt da nicht so ganz so dahin, wo er sie hinpappen soll, ne? So, 36 sind noch im Bären. 19 könnten wir noch. Ne, können wir nicht, weil wir die Scheiben nicht haben. Oh, 100 Scheiben an, so. Mir ist da nicht mehr rumgekommen. Dann müsste es ja bald reichen hier. Jetzt ein Stück, dann rumgelegt. Muss ich Kisten dazwischen bauen, ne? Muss ich aber filtern. Bada. Kiste, stelle ich hier mal eine Kiste hin, die gefiltert so belegt wird und so da rausgenommen wird, aber das müssen keine Filter drin sein. So. So, und die Dinger müssen wir auch noch rauslegen, dann. Den nächsten Filter. Wo ist denn die Kiste? Da hinten. 1, 2, 3, da ist die Kiste. Grün. Poliert? Ne, poliert. So. Wo ist die Kiste? Die Kiste ist da, ne? Ja. Und blau poliert. So. Dann kann ich die jetzt mal da reinlegen hier und dann können wir noch ein paar machen. 100 Stück kann ich da rum machen. Achso, weil er die denn mit zerlegt hier. Na, das ist ja Blödsinn. Verlegen musst du nicht machen extra. So. Dann können wir hier noch ein paar Green reinlegen. Und jetzt müssten hier schon ein paar drinnen liegen. Da haben wir 110 Stück schon. Sehr schön. Können wir hier die Blau noch reinlegen. Dann haben wir hier schon ein paar Blaue. Sehr gut. Das läuft doch hier sehr, sehr, sehr gut. So, da haben wir dann noch ein paar dazulegen. Mann, Mann, Mann. Also das könnte noch interessant werden, das dann alles so zu produzieren und dann das wahrscheinlich durch eine Mill zu schicken und, dass wir dann noch ein bisschen was... Der Strom jetzt genau um die 3 cm nicht erreicht. Ja, wie es immer manchmal so ist, ne? So, Grün sind durch. Wie habe ich von den Grünen? 112, 112 habe ich von den Blauen. Da sind wir noch durch. 25 haben wir ja schon mal gemacht. Dann könnten wir jetzt damit... Muss ich jetzt damit hin? Jetzt muss ich zu dem Chip herstellen damit hin, ne? Hier. Da muss ich jetzt hingehen. Dass ich die Chips mit diesen Dingern mache und dann das da reinschmeißen und dann sollten eigentlich dann irgendwann genügend von den Teilen da sein. Meine Herren, es ist ja richtig, richtig aufregend. Aber da haben wir das auch einmal gemacht. Das ist okay. Also ich habe aber schon Ideen, wie man das dann mal irgendwann im großen Stil so bauen könnte. Das ist interessant. Aber da, ne, und diese ganzen Module wollte ich ja sowieso, oder da wollten wir, jetzt sage ich jetzt mal, sowieso irgendwann nochmal loslegen. Zack, mach das weg. Bring die weg. So. Und die brauche ich. So, die bringt er jetzt da in die Kiste, die eh schon damit belagert ist und so weiter und so fort. Der darf ja noch reinlegen. So, jetzt gehen wir da oben hoch. Schmeißen hier mal noch ein paar blaue rein und hier ein paar grüne rein. Hier nochmal 100 von rein, hier nochmal 100 von rein. So.
werden die Dinger jetzt hergestellt hier. Dann brauche ich jetzt aber auch noch mal, weiß nicht, ob die hier drin sind. Auf jeden Fall nehmen wir uns noch mal Soul damit. Ich habe hier welche reingeschmissen davon, das weiß ich. Widerstände. Widerstand ist zwecklos. So, ich hole noch mal einmal Widerstand. Und noch zweimal Transistor. So, dann müsste das eigentlich ausreichen, dass wir die Werke da voll bedeckt haben und voll gestopft haben mit allem, was wir brauchen, um groß und stark zu werden. Beziehungsweise, dass sie uns genügend Chips herstellen. So, haben wir 46 davon, hier haben wir 46 davon. Die schmeiße ich jetzt einfach hier rein, glaube ich. Und dann kümmern die sich wieder darum. Und die beiden müssten dann eigentlich in die Kiste legen hier. Wenn man das mal so sagen darf. Da, nee. Da ist die Kiste? Nee. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Du nimmst von da und du nimmst von da. Und dann schmeißt du das hier in die Kiste und wenn da 25 von denen so da drin liegen, dann wäre es doch cool. So. Zieh los. An was mangelst dir? Den Dingern? Könnte sein. Da wäre ich mir nicht ganz unsicher gewesen. Also von den Chips dürfen nicht allzu viele überbleiben hier von den Dingern, ne? Ah, das geht ja sich sogar fast genau auf hier. Nee, das wollte ich nicht. So, was fehlt euch jetzt noch hier? Jetzt fehlen euch die Dinger, die ihr herstellt. Wir müssten noch 25 da, sind 12 da. Brauchen wir nochmal zwei von? Da brauchen wir zwei von. Was haben wir jetzt hier zu wenig? Also, okay, kein Problem. Sollte kein Problem sein. Solder. Hm, komm, habe ich noch ein bisschen was. So. 21 davon. So, die Chips sind alle durch. So. Gut. Also, dann kriegen wir das doch hin. Jetzt haben wir schon 13 Stück davon. Boah. Mann, das ist ja wirklich. Musst du wirklich. Puh, schwer aufpassen. Schwer aufpassen. Okay. Nee, gut, okay, dann weiß ich das aber. Okay. So, dann haben wir 30 von denen. 50 von denen, da reichen, glaube ich, waren es, glaube ich, 40, die ich brauche, ne? So, 60 Prozessoreinheiten habe ich. Das habe ich. Und die Hochleistungsrüstung habe ich auch. So, jetzt muss ich aber vorher einmal das ausmachen. Dann müssen wir uns hier einmal übergeben. Und dann können wir uns gleich nochmal übergeben. So. Dann lege ich nämlich jetzt diese Rüstung ab hier. Erstmal nehme ich mir hier die Chips wieder raus. Diese brauche ich, ne? So. Oder welche brauche ich? Prozessoreinheiten. So. Dann nehmen wir das Ding. Legen das hier hin. Wir müssen das mal einmal komplett alles da rausnehmen. So. Und dann müssen wir das noch mitnehmen. Und dann müssen wir nur warten, bis da jetzt die letzten von denen hier fertig sind. 19 haben wir schon. Gut, also ich warte darauf, dass sie hier fertig sind und dann komme ich wieder, wenn wir das Ding bauen können. Bis denn. Tschüss.